Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Runde gegen den Dude Man. So, wir spielen Strategic Command World in Europe. So, bin auf der Seite der Achsenmächte und wir sind in Frankreich dran. Ja, das Spiel läuft ein bisschen anders als gedacht. Wir sehen nur noch Engländer, kommen noch Franzosen, die Frankreich verteidigen. Ich bin gespannt. So, er zieht sich zurück von da unten. So, da sind die französischen Schiffe. Ich bin gespannt, wie das da läuft. So, er hat ihn eingekesselt. Wieso fliegen meine Flieger nicht? Ah. Krass. Habe ich den auf Boden gelassen? Scheiße. Ja. Jetzt wird's echt bitter. So, das ist natürlich extrem bitter. Warum? Weil, ja, scheiße. Ja, Robert, das war jetzt echt. So. Na, kriege ich jetzt nicht mehr. Schade. So, Modus bereit machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. So, da ist es. Malakut, du ziehst mal da hinein. Boah, mit dem Fliegern, das, ich will nicht sagen, kotzt mich gerade an, aber schauen wir mal, also. Ich könnte nach hier oben gehen. So, er könnte erstmal.
Oder ich werde ihn verstärken auf 10. Das kostet mir 52. Kaufen. Ich kann das kurz zurückkaufen. Es kommt im August. Das wäre nicht schlecht. Der taktische Bomber. Boah, scheiße. Oh Mann, das ist eine bitter, bitter, bitter. Upgrade, Panzer. Nee, du hast immer auf Maximalstärke verstärkt. So. Jetzt müssen wir irgendwo Richtung Paris vorziehen. Schade, du kommst da nicht hin, du auch nicht. So. Dir verstärkst du auf Maximum. Du auch, weil noch so ein Fliegerbruch wäre echt tödlich. So, Verschanzung von noch jetzt hier. Ja, heute läuft's nicht. So, du kannst da belagern. Du bleibst einfach mal in Verdun.
Ja, es war doof von mir. So, was könnte ich denn? Taktischen Bomber zurückkaufen? Würde im Oktober kommen, das bringt mir relativ wenig. Ich würde mir Marinebomber kaufen. Mit den Marinewaffen. Da kann man vielleicht mal ein bisschen, wirklich mal ein bisschen Schaden verursachen. 173, ich könnte auch U-Boot-Forschung weitermachen. Befehlskontrolle läuft. Nee, das. Der Marinebomber im Januar. Ich glaube, man kann ja auch noch eine Runde warten. Dann mache ich lieber dann wirklich Forschung, weiterentwickeltes U-Boot. Und wir werden dann mal versuchen. Ihn so, weiter mit den U-Booten. So, dann er schon mal. Gute Versorgung. 23. Das ist gerade. Habe ich jetzt ein oder eben zwei verloren? Zwei. Weil ich. Man muss da sagen, Kompliment, Kompliment, das war ein guter Zug. Das war ein guter Zug. Er hat eine Versorgung von 7. Das war ein wirklich guter Zug. Also Kompliment meines Gegenüber. Das ist schon mal, ja, dass jemand so, ja, ich finde Probleme nicht, aber das war schon echt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich wollte eigentlich hier jetzt sehr viel Druck nach oben machen, um hier irgendwo doch durchzustoßen, um ihn hier über Paris quasi ein bisschen abzuschneiden, damit er, weil er hat ja sonst eigentlich nur die und die Bahnverbindung hier, die beiden. So, wenn ich jetzt mein Fallschirmjäger aktiviere, 1, 2, 3, 4. Könnte hier entspringen. Der kann nicht, weil er quasi, müsste ich dann hier hingehen, könnte er sie bereit machen, aber wo will er hinspringen? Er wird versuchen, wahrscheinlich nach Brüssel zu meinem Hauptquartier zu ziehen.
So. Obwohl Brüssel ist eine Hauptstadt, die hat Verteidigung gegen Harz von 2. Er hat eine Eigenschaften von Korbenangriff von von 4. Ich glaube, das Hauptquartier hat auch noch ein bisschen. Verteidigung. Moment. Hauptquartiermodus. Befehlshaber hat 1, das heißt, er ist mir 1 überlegen. Ich habe noch eine. Nach da. Er hat eine Versorgung von 2. Wird wahrscheinlich dafür eine Versorgung von 1 jetzt runterkommen. Keine gute Bereitschaft, ich glaube. Das sollte er nicht packen. Auch wenn die hier rein, wenn die auch nicht reinkommen. Ich glaube. Ja. Wird das Haupt überleben. Und mit dem Panzer und sowas wird es schwierig werden. Aber ein guter Zug. So. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So, okay, so viel dazu. Hier bin ich durch. Habe ich fertig. So, da, 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 da. So, Forschung mit Italien, Befehlskontrolle wird geforscht, Logistik könnte ich ein bisschen forschen. Ich könnte, was kann man noch für 100 machen? Wahrscheinlich nicht viel. Könnte mir noch eine Fliegerabwehr holen. Ich kann mir, kann ich mir auch was kaufen? Nein. Motortorpedoboote kann ich mir eins holen. Ein bisschen zum Scouten ist nicht schlecht. Ah, ich komme da nicht drüber hinweg. Aber so ist es. Alles klar, dann werde ich die Runde mal beenden. Momentan sieht's gut, sieht's nicht aus, aber auch ganz schlecht auch nicht. Versorgung von 8. Was C ist für die Garnison verteidigt. Ah, nächste Runde, wahrscheinlich schon von 1, so habe ich den irgendwo von der Garnison. Komm, verleg dich nochmal hier hin. Genua, möchte nun wirklich nicht verlieren. Die sind da, das passt. Die sind hier unten, Tripolis, da ist auch verteidigt. Dann Runde beenden. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Was externes Wichtiges, wie zum Beispiel einfach mal die Flieger auf Jagd zu setzen. Ich schaue es mal rein. Also Modus, automatisch, Modus,
automatisch und der da auch. Ja, das ist. Das ist der Wahnsinn. So, Runde wenden, hoffen, dass ich ein bisschen Forschungsbonus kriege. Das Quad Nachschubmangel, ja, gleich nicht mehr. So, weiterentwickelt Flugzeuge, das ist gut. Raketenwaffen 2, das ist auch gut. Und Befehlskontrolle auf 100%, das ist sehr gut. Und Industrietechnologie 2. So, dann. Und dann habe ich 435, damit kommen wir noch mal ein bisschen leben, 111 MPPs, kriegt Italien und wir sehen uns in der nächsten Runde. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Gedanken machen, wie ich jetzt da am besten mein Heer weiter organisiere, weil so wie es läuft, ist es nicht gut. Machen wir es mal so. Dann wünsche ich euch ja, viel Spaß beim Weitergucken. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.